Willkommen zurück zu Bis Dirk and the Band of the Hawk. Oh mein Gott, Freunde, es geht direkt los hier mit dem Kampf gegen Grunbelt. Ja, Guts wurde schon von ihnen niedergestreckt, weil er aber auch an einer Wunde zu leiden hat und somit keine Chance gegen ihn hatte. Aber Schirke hat irgendwas für Guts und er wird jetzt dieses Item von Schirke bekommen und somit auch seine Final Form erlangen. Und das wird mega episch, also Freunde, bleibt auf jeden Fall am Ball. Defeat Grunbelt und den transformierten Grunbelt. Ja, auch der hat noch eine andere Form. Oh, oh, das kann echt ein epischer Fight werden. Ja. Battle Preparation, habe ich schon alles gemacht. Das heißt, wir können direkt mit der Action beginnen. Los geht's. Da steht's auch schon. The Berserker Armor. Die Berserker-Rüstung. The Witch's Forest is attacked by a group of apostles calling themselves the Band of the Hawk. It would seem Griffiths has reformed the Band of the Hawk from a group of apostles. They were ordered by him to find and kill the witch that lives there. Guts is furious at the apostles who dare call themselves at the Band of the Hawk, but his wounds from his battle with Slaan are still fresh and Guts is hard pressed to stand against them. Darf ich vorstellen, Guts Final Form, die Berserker-Rüstung. Damit ist er einfach unfassbar stark, aber er ist auch so ein bisschen unkontrolliert dann. Und wie schnell wir jetzt sind, Jesus Christ, ist das geil. Full Barrel Cannon Blast, das probieren wir jetzt auch mal aus. Oh mein Gott, was zum Geier. Das geht noch gar nicht, das ist so ein Grab. Ich kann den natürlich nicht greifen, weil das so ein Boss ist. Der Grunbelt. Boah, die Moves sind jetzt komplett anders. Jetzt müssen wir erstmal wieder einfinden hier. Alter. Yo, jetzt machen wir dem ordentlich Schaden. Und er ignoriert jetzt komplett den Schmerz. Selbst wenn er jetzt Wunden hat, er ignoriert es. Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil wenn er richtig gehittet ist, er macht immer weiter und weiter und weiter und übersteigt seine Grenzen mit dieser Rüstung. Das sieht so episch aus, oder? Dieses Biest, was ihn einmal überrannt hat, kontrolliert eigentlich dann auch die Rüstung. Alter, vor allen Dingen, wir besiegen den, als wäre ein Haufen Scheiße. Der hat überhaupt gar keine Chance, dieser Grunbelt. Hier. Goodbye, my lord. Phew. Bam. Yo, was ist das denn? Quajutsus Ulti oder was von Super Smash Bros? Das war's schon. Zumindest die erste Form. Von den Zwergen wurde diese Rüstung entworfen. So ein geiles Moveset, ey. Jetzt wisst ihr auch, welcher Wichser für diesen Brand verantwortlich war. Es war nicht er, weil seine feine Form quasi ein Drache ist. Oh mein Gott. Horslayer natürlich direkt aktivieren. Eklar. Alter, yo, jetzt geht's aber los, was? Ha, herrlich. Einfach nur herrlich. Geil gemacht, geil gemacht. Echt, man kann das Spiel immer wieder nur loben.
Aber erste Leiste ist schon weg. Scheiß drauf, ob es ein Drache ist oder nicht. Ach so, den kann ich aber nur von vorne treffen. Yo, ist jetzt halt alles in Flammen. Nee, ich mach gar... Doch, von vorne geht's. Immer auf den Kopf. Ja, sein hässliches Face nicht noch zu erkennen. Und... Unleash Unleash. Yo. Bam. Ordentlich reingehauen. Geiler Shit, Mann. Und direkt wieder die Medizin schlucken, weil dann können wir wieder in Rage-Mode gehen. Den mach ich so fertig, Alter. Du wirst dafür büßen, für das, was du getan hast, dir. Wegen alles in Brand setzen. Das Leben anderer kacken. Die Natur scheißen. Auf die ganze Umgebung dir kacken. Alles in Brand setzen. Rücksichtsloser Bastard. Dafür wirst du zahlen. Grünbelt. Aber wir machen ihnen gerade gar keinen Schaden. Alter, was geht jetzt ab? Yo, ist klar. Kann ich auch noch irgendwo hingehen und nicht irgendwie in Brand gesetzt werden? Jesus Christ. Wie machen wir das denn jetzt? Macht den Typen keinen Schaden mehr. Und es brennt immer mehr, ne? Vielleicht kann ich mich wirklich nicht mehr bewegen. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas Interessantes? Yo. Ja. Ich habe wieder was Gutes, nämlich den Rage Mode. Er ist schon wieder ready. Den Rage Mode können wir ihm guten Schaden zufügen. Boah, yo. Aber er macht uns überhaupt keinen Schaden, ne? Er merkt schon, wie stark diese Rüstung ist, diese Berserker-Rüstung. Man merkt den Schaden ja auch nicht mehr, eigentlich. Ah, vielleicht wird mir jetzt der Schaden nicht mehr angezeigt. Das würde Sinn ergeben. Ich hoffe es mal nicht, ey. War's das vielleicht schon? Nee. Not yet. Aber das könnte es gewesen sein. Komm, Endstoß. Yo, das war schon easy. Easy. Uns kann nichts mehr stoppen. Er kennt Guts schon kaum noch, ne? Unter der Rüstung. Hey, he'll die if he goes on in that state. What do I do? It's my fault again. What must I do? You will deal with it, and you now appreciate your inexperience and the danger of drowning in power. For this very reason, it should be possible to you. The swordsman lost in the turbulence of power, you will show him the way. I will try, mistress. I will reach him. These flames, anger, this is the hateful turbulence that flows deep within the armor. That's the image Guts projects when he's clad in the art of the armor. No, you shouldn't yield to the flow. You'll cease to be yourself. Remember who you are. It doesn't matter. Of course it matters. Remember the reason for your journey, the reason you're fighting right now. The human soul wouldn't become this tattered over something that doesn't matter. Journey, fight, reason. Who is that? I know her. Remember, her name is Keska. Keska.
The name is Guts, the branded swordsman. Guts, the protector of Casca, the branded girl. Run, they are following us. But the mistress is still. Go now, this forest will not last much longer. The time has come to leave the nest, go far from here and find your path. The days I spent with you were short, but in all my long life, they were all the most serene. Thank you. Mistress! My existential form will merely change. We can meet again in your dreams. Whether you grasp the fate before you is up to you. May your going forth be blessed, beloved child. Farewell, my sunshine. Nein! Die Hexe! Sie ist gestorben, sie ist verbrannt. Aber ihr Spirit, der wird noch überbleiben. Und uns vielleicht weiterhin unterstützen. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall Guts mit deiner Berserker-Armor jetzt richtig, richtig episch. Jetzt ist er wirklich mit Abstand der Stärkste. Hallo? Den kann er jetzt gar nichts mehr stoppen. Ihr habt es gesehen. Der Typ hat überhaupt keine Chance. Selbst in seiner Drachenform nicht. Aber manchmal geht er halt außer Kontrolle. Braucht er die Hilfe seiner Freunde, um sich eben halt wieder zu fangen. Weil eben halt dieses schwarze Bestie ihn komplett übernimmt, wenn er in dieser Rüstung ist. Das kann halt sehr gefährlich werden, ne? Boah, Deathblow plus 15. Jesus. Oh, das haben wir echt langsam voll. Oh, mir kommt es, glaube ich, so vor, dass man es noch zusammenpuzzeln muss. Oh no, ich bin schlecht in sowas. Das muss man dann eh noch zusammenpuzzeln. Oh nein. Warum? Was gibt's denn dafür? Das würde mich echt mal interessieren. Früher oder später werden wir was herausfinden. This is a sea, freaking huge! 楽しそうですね。 石泥さん 山育ちだそうですから 無理ないですね。 That looks like fun. I understand Ishidoro grew up in the mountains, so it comes as no surprise. 海見たぐらいではしゃいじゃっておこちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。 What a child, getting all worked up from just seeing the sea. It's just a big puzzle. This is nice. I thought I wouldn't have a chance ever again to watch the sunset and be this calm. Because every time a sleepless night would follow. It became possible to rest during the nights again, but his body covered in the black armor had already begun to change. Out for a stroll. It's definitely hard to catch any sleep in this moonlight. Guts-san, 傷が痛むのでしょうけれど、
Guts, your wounds might hurt, but even a force rest would help. I don't care much for the night sea. When you stare at it, it gets to feeling like you will be sucked to the bottom of those pitch black swells. I have never seen the sea before. My mistress spoke of it. She said it leads to the astral world. Beautiful, graceful, ominous, and dreadful. A spectacle that touches everyone's heartstrings in such a way. Such a place must be connected to the astral world, she said. All I did at the time was imagine it, but standing at the seaside like this, I understand what she meant for the first time. I'm now in the place I don't recognize. Though it's been only a few days, it feels like I've come a very long way. I've set out on a journey without return. Trying too hard, you know. You only distract yourself like that, so cleverly set in your own ways, worrying about everyone but yourself. That's not. If you keep that up, now as a kid, you'll get old and twisted before your time. I bet that's experience speaking. You needn't worry. When we magic you as part with a loved one through death, it carries a different meaning than for the physical world. To us who live in both worlds, death is not the end, but an emergence into a new great existence. It is never. Never cause for sadness. I feel relieved in a way. My eyes and nose sting from the sea breeze. To be honest, so do I. All over. Ah, you are pushing yourself. Look how fast you're growing up, but I never would have guessed a first one to be an older guy like this. Hey, Eva Lehrer, ja, als ob die zusammenkommen, das wäre mal ein komisches Paar. And girls first feeling flowering for this wild older man. How special, how lovely. Auch nicht schlecht. We
We've got company. You! Still surviving, I see. Right back at you. So what brings you here today? I doubt it's to check on my recovery. Don't tell me that you being here means there's an apostle nearby. Er sagt schon nichts mehr. Call of fates from before the eyes. The tongue loses taste. Shivering plagues the fingertips. How would you know that? It's an omen. Each time you wear that armor and fight as the Berserker, light, voice, warmth, you will come to lose many things. That sounds about nasty enough for a cursed item from our place. No. Sounds nasty, all right. As always, you talk like you know everything. Thanks for the warning, but sorry. That ain't gonna happen. I'll never lose myself that way again. Next time, I'll show you I can handle this thing with temperance. As he says, it will not happen again. I won't let that happen. But begging your pardon, just what kind of relationship did you have with my mistress? Is not this suit of armor something once worn by yourself? You are quite shrewd, as I would expect from the dearest student of the witch of the spirit tree forest. Indeed, that armor is something I once wore, in the distant past, when we live within the reason of time. We were friends, exactly like the two of you now. The art that dwells in that armor is a flame which never dies out. Even once contained, the coals yet smolder. Given a chance, it will explode into hellfire. Even with a talisman applied to it, never make light of it. If you wish to continue existing as a human, that is. Natürlich wurde jetzt auch unser Frenzy-Level increased. Das heißt, wir können jetzt in Rage-Mode 5, glaube ich, gehen. Oder vielleicht sogar 6. Neues Outfit, das ist eben halt diese Berserker-Rüstung. Richtig, richtig episch. Ja,
Ich bin froh, dass ich das nicht mehr am Ende des letzten Parts gemacht habe. So viele Cutscenes. Und jetzt wurde es endlich mal ein bisschen erklärt. Also, das war mal eine Rüstung vom Skelettritter. Deswegen spricht er auch aus Erfahrung, weil er selber da Erfahrung mitgemacht hat. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, ach, gönnen wir uns das noch. Komm, wir gönnen uns das jetzt noch. Shirke, I have a request to make. Yes? Would you be willing to teach me magic? Lady Farnese, what did you just... Ja, er kann es nicht fassen, weil Magie ist ja so ein bisschen mit dem Teufel verbunden und sie war ja die übelste Christin, die übelste Glauben verfechtet und ja, deswegen kann er es nicht fassen, dass sie jetzt quasi Teufelswerk erlernt. Wow, so funny, you want to become a witch, wow. I've been thinking about it ever since the Trolls. To be honest, my heart trembled that time from so much dread and excitement at all the miracles you caused with your magic. In this unknown world into which I took my first step, I was powerless. I just hugged my knees and cowered. Demo, konna watashi demo dareka o mamoranakereba naranai toki ga atte. Sono yuuki o ataete kureta no ga Kyasuka-san to. But when the time came that I had to protect someone, even such as I, what gave me that courage was Kyasuka. Anata ni itadaita hitofuri no mahou no tankken nano desu. And the magic dagger I got from you. But that's just a silver knife, so... It's kind of starting to sound like flattery. Everything she says is so exaggerated. To me, the dagger was undeniably magical. Right. Flora said, accept the great mysteries that explore the universe from within your world. That is the way of magic. If there's a light of reason that illuminates the darkness of the unknown, then please, I ask you to impart it to me. It is said that magic is quite unmasterable if one can remember a time when they did not study it. それは何よりも人は年を重ねるほどに目に映る宇宙よという世界観に縛られてその固定概念を打破することが難しくなるからです。That is because, more than any other reason, as a person ages, they become bound to by the world view of the physical world before their eyes, and those prejudices become hard to abolish. But you have been through some truly dreadful experiences, so that does not seem to be a concern. I'm still in training myself, but I think I can teach you at least the basics. Thank you so much, teacher. Lady Farnese, a witch! From witch hunter to a witch. Tja, der Wandel. Der Wandel, so schnell kann es gehen, Freunde. Gut, jetzt haben wir noch einen kleinen Dialog und da beende ich auch den Part. Jo. The Privilege of Children. Ich, Farnese-chan, lau, mizu abi chuu.
Fahren and kiss guy in the bath now. Well, as a child, I get going to them. Was? Das war's? Ja, will sich einfach reinschleichen, wenn die da nackt sind und, ja, sich einen runterholen oder was? What is going on, ey? Ishidoro, du Sau! Ich wusste gar nicht, dass du so versaut bist, Mann. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit Familias. Ja, das ist die letzte Folge im Anime gewesen und danach kenne ich den Storyverlauf überhaupt nicht mehr. Alles, was danach kommt, gibt es noch nicht zu gucken. Und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder nächstes Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein. We'll be right back.